Ja, wenn wir auch mit dem Ergebnis der Partei Die Linke sehr zufrieden sind, so sind wir es nicht mit der Wahlbeteiligung. Und man muss der CDU noch mal vorwerfen, dass sie durch die Terminierung des Wahltages auf den letzten Ferientag massiv dazu beigetragen hat, zu einer geringen Wahlbeteiligung. Das ist wirklich ein Tabubruch, dass man Wahlen in die Ferien legt und bewusst auf die Demobilisierung der Wähler setzt, das natürlich noch ergänzt wird durch einen sehr eindullenden Wahlkampf. Mit was wir auch nicht zufrieden sind, ist, dass rechte Parteien, NPD und AfD, nahezu 15% zusammengekriegt haben. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Herausforderung, auch für die Linke. Offensichtlich radikalisiert sich was im bürgerlichen Block, dass sie unzufrieden sind mit der CDU, vielleicht auch Abstiegsängste dahinter stehen, Besorgnisse über die soziale Lage und die AfD gewählt wird, eine Partei, die sich in Sachsen besonders ausländerfeindlich und besonders rechtspopulistisch gebärdet hat. Wir glauben, dass dahinter vielleicht ein Trend steht, der uns sehr nachdenklich macht und der für die Linke eine Herausforderung in allen Bundesländern sein wird und vielleicht auch auf der Bundesebene. Wir sagen nochmal deutlich, die AfD hat keinerlei Antwort auf die Fragen unserer Zeit. Sie ist auch keine Partei, die irgendwo soziale Fragen lösen will. Im Gegenteil, sie ist in hohem Maße sozialstaatsfeindlich und hat auch keine wirtschaftspolitischen Antworten. Insgesamt sind wir sehr zuversichtlich für die Wahlen in Thüringen und Brandenburg. Ich glaube, dass die Sachsenwahl uns Optimismus gibt, dass wir in Brandenburg rot-rot verteidigen können und in Thüringen zum ersten Mal den Ministerpräsidenten stellen können.